Ich würde mal behaupten, dass ein Ladendiebstahl für Polizeibeamte normalerweise eher Routine ist. Doch dieser Fall in einem Getränkemarkt in Bochum hat jetzt selbst die Beamten überrascht. Dort hat es ein Mann auf ein halbes Dutzend Champagnerflaschen der edelsten Marke abgesehen. Und mit denen spaziert der Luxusdieb einfach so aus dem Laden. Nur die Überwachungskameras, die hatte der dreiste Dieb nicht auf seinem Einkaufszettel. Champagner für alle. Seelenruhig marschiert der Herr mit dem Sinn für edle Tropfen durch die Regalgänge. Im Bereich Schaumweine schlägt er zu, lässt 6 Flaschen französischen Champagner in seinem Einkaufskorb verschwinden. Erst am nächsten Tag fällt der Diebstahl auf. Schaden rund 250 Euro. Also ich bin sehr sauber. Das wird immer häufiger. Die Täter werden immer, die lassen sich immer was Neues einfallen, wie man bei der letzten Fall sieht, mit Händemasche und dass es kaum zu erkennen ist, dass zwischen normale Kunde und Täter, das wird immer schwer und da bin ich echt sauer. Der Dieb erscheint im noblen Designer-Polo und steuert sofort das Regal mit den Edelmarken französischer Winzer an. Obwohl es ein breites Angebot gibt, will der Herr nur eine Marke, wahrscheinlich sein Lieblingschampagner. Ohne jede Hast verstaut er 6 Flaschen in seinem Einkaufskorb. Allerdings ahnt er nicht, dass die Überwachungskamera auch sein unschuldiges und weinseliges Lächeln aufzeichnet, als er den Markt verlässt. Auch für die Polizei ist der Champagnerklau ein bislang einmaliger Vorgang. Ich kann mich in der zurückliegenden Zeit an keinen Fall erinnern, wo Champagner gestohlen wurde. Wir gehen natürlich davon aus, dass der Mann hier aus Gewinnsucht gehandelt hat, weil er hat die teuersten Getränke gestohlen, die im Laden vorrätig waren. Wenn er Durst gehabt hätte, wäre es sicherlich eine Flasche Bier gewesen oder auch eine Flasche Mineralwasser. Die Überwachungskameras haben gestochen scharfe Bilder von dem Dieb mit dem besonderen Geschmack geliefert. Für die Polizei die Grundlage, jetzt um Hinweise auf den Gourmet zu bitten, der offensichtlich sein Handy als Ablenkungsmanöver für Kunden und Angestellte des Getränkemarktes eingesetzt hat. Es lenkt auf jeden Fall den Kassierer auch ab, auf eine ganz normale übliche Handlung, nämlich das Telefonieren. Und so hat er wahrscheinlich gedacht, dass er relativ unauffällig dadurch den Laden wieder verlassen kann. Weil jetzt nicht einmal edler französischer Champagner vor Diebstahl sicher ist, hat der Besitzer des Getränkemarktes neben zahlreichen Überwachungskameras noch weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. In den Verkaufsflächen auf den Regalen packen wir nicht mehr so viele Champagner, weil halt, wenn der Täter da ist, dass das halt nicht mehr so viele Flaschen mitnehmen können. Der Getränkemarkt hat für Hinweise auf den Dieb eine besondere Belohnung ausgesetzt. Eine Flasche Champagner vom Feinsten. Ja, wahrscheinlich dann also auch eine Flasche von dem Champagner.